Ja, der Auftakt zu den LT1 Sommergesprächen aus dem Linzer Landhauspark. Bei uns zu Gast der Verkehrslandesrat von Oberösterreich, Magister Günter Steingeller von der FPÖ. Danke fürs Kommen. Grüß Gott, gerne. Es gibt einen Vorschlag des Klimarates, 70-80 km/h auf der Freilandstraße, 100 km/h Obergrenze auf den Autobahnen. Die Umweltministerin Eleonore Gehwessler findet diesen Vorschlag als gescheit wortwörtlich. Sie sagen, das ist nicht gescheit. Warum nicht in Zeiten wie diesen? Das ist nicht gescheit. Man stelle sich vor, dass man auf Freilandstraßen keinen LKW mehr überholen kann, der mit 70 km/h unterwegs ist, weil man sofort mit 20 km/h Überschreitung eine Strafe riskiert. Es ist nicht gescheit auf den Autobahnen, weil es von den Autofahrerinnen und Autofahrern nicht akzeptiert wird. Und es wird das Weltklima nicht verändern, wenn das kleine Österreich hier eine Automobilschikane einführt. Das Gegenargument der Grünen ist dann immer, ja, das gibt es in anderen Ländern schon länger, in skandinavischen Ländern. Und jetzt in Zeiten wie diesen muss man einfach ganz anders denken. Es geht ums Ölsparen, ums Energiesparen. Die Autos sind nicht dafür gerichtet, dass man genau 70 km/h auf einer Landesstraße fährt. Es geht auch um aktive Sicherheit und das Verständnis dafür, dass Geschwindigkeitsbeschränkungen dort eingehalten werden, wo sie notwendig sind. Das Weltklima wird sich mit derartigen Maßnahmen mit Sicherheit nicht ändern. Deswegen lehne ich das kategorisch ab. Viele Maßnahmen werden gerade getroffen, um Entlastung bei den Bürgern herbeizuführen. Die FPÖ fordert nach wie vor die Senkung der Mineralölsteuer. Ist es gescheit, mit der Gießkanne über alle Bürger zu gehen? Ich bringe Ihnen ein Beispiel. Da interveniert der Postbus ganz intensiv bei mir, dass wir eine Ausgleichszahlung für den teuren Spritpreis der Postbus AG zukommen lassen. Jetzt muss man wissen, wer ist denn eigentlich der Eigentümer der Postbus AG, über die ÖBB letztlich die Frau Bundesministerin. Deswegen sage ich immer an den Vorstand der Postbus AG, Sie mögen mit der Eigentümervertreterin einmal reden, damit diese mit dem Finanzminister redet, weil der verdient ja durch diese hohen Spritpreise. Da sollte doch der Finanzminister das ausgleichen und nicht das Landesgeld dafür herbeigezogen werden, dass ein Bundesunternehmen dann einen Ausgleich bekommt, obwohl der Finanzminister diese Möglichkeit hätte und sogar mehr verdient dabei. Jetzt haben Sie das Beispiel Postbus hergenommen. Es geht ja vor allem auch um die Entlastung der Bürger. Und da gibt es ja zwei Modelle und die Bundesregierung hat sich entschieden, oder mehrere Modelle, dass sie das über die Pendlerpauschale löst. Das ist doch auch kein ungescheites Modell, sage ich mal, weil ja, man sieht es auf der Zapfsäule nicht, aber trotzdem, es gibt so Rechnungen, der Benzin wird um 20 Cent billiger, der Diesel sogar um 30, also kommt aufs selbe raus. Also ich glaube, dass der Bürger selbst mündig genug ist, dass er weiß, wie er fährt und wie er auch Energie sparen kann. Diese Umverteilungsdoktrin des Kommunismus, habe ich mir eigentlich gedacht, sind im Jahr 1989 endgültig beseitigt worden, dass man es jetzt über Klimaargumente wieder einführt. Zuerst nimmt man den Menschen Geld weg und gibt dann Benefits wieder über irgendwelche Gutscheine und zahlt etwas zurück. Das lehne ich einfach ab. Das ist nicht einem freien, mündigen Bürger würdig. Und auch mal zur Mineralölsteuer. Die FPÖ will die Senkung der Mineralölsteuer. Also man will, dass auf der Zapfsäule dann weniger Cent stehen beim Benzin und beim Diesel. Das trifft ja auch jene, die eigentlich jetzt nicht sparen müssten. Jetzt sage ich mal, Sie sagen Umverteilung, aber warum jemand, der einen schweren Porsche fährt und sich das leisten kann, warum soll der genauso in den Genuss dieser Reduktion kommen? Also wer ein derartiges Auto fährt, braucht natürlich sowieso mehr Sprit und zahlt über die Nova natürlich ganz andere Gebühren. Aber man sollte bedenken, dass es letztlich jeden Österreicher trifft, wenn der Spritpreis so hoch ist. Ich denke nur an die Zustellung von Waren. Ich denke jetzt an den öffentlichen Verkehr, der ganz wichtig ist, dass wir den öffentlichen Verkehr ausbauen und die Busunternehmen riesige Probleme haben, das alles zu bewältigen. Das kann es ja nicht sein und gleichzeitig verdient der Minister dabei. Sinnvoll wäre natürlich, die Mehrwertsteuer zu reduzieren, weil das EU-rechtlich problematisch darstellt, wäre es einfacher, so wie im Übrigen andere Staaten es in Europa gemacht haben, die Mineralölsteuer abzusenken, weil am Ende erst die Mehrwertsteuer aufgeschlagen wird. Und damit könnte ich unmittelbar allen Österreicherinnen und Österreichern helfen, insbesondere den Menschen im ländlichen Raum. Das heißt, aber die Pendlerpauschale hilft ja auch den Menschen im ländlichen Raum. Die Pendlerpauschale hilft im ländlichen Raum, aber die Erhöhung. Ja, aber das ist ja nur ein Peanuts, das ist wie die Gießkanne. Tatsache ist, dass der öffentliche Verkehr ausgebaut gehört, das wäre ja das, letztlich das Ziel. Und wenn der Spritpreis weiter so teuer wird, ist das gesamte Leben natürlich im ländlichen Bereich ein erschwertes und ein verteuertes. Wir wollen ja nicht unbedingt eine Landflucht haben. Sie haben jetzt gerade den öffentlichen Verkehr angesprochen, da kommt Kritik natürlich auch im Landhaus.
vor allem von den Grünen, von den Neos, von den Oppositionsparteien, SPÖ, dass zu viel Geld in die Straßen fließt. Da gibt es konkret auch von der Linzer Grünen Stadträtin, auch von den Neos-Abgeordneten, das Argument, der Herr Steinkellner will Straßen bauen, aber wer Straßen baut, fördert den Pkw-Verkehr, also sorgt dafür, dass es mehr Pkws gibt. Was sagen Sie dazu? Ja, das ist ein derart unsinniges Argument, das ich auch schon gedacht habe, das ist überwunden. Denn auch wenn ich mit einem E-mobilen Fahrzeug unterwegs bin, werde ich eine Straße benötigen. Und man sollte eins nicht vergessen, bei all den Überlegungen, dass Oberösterreich das Industriebundesland Nummer 1 ist und wenn ich also die Infrastruktur, nämlich auch die Straßeninfrastruktur, nicht aufrechterhalte, nicht eine Osttangente errichte, nicht wichtige Umfahrungsprojekte machen, helfe ich den Menschen nicht und ich gefährde unseren Wirtschaftsstandort und dann werden wir uns viele Bereiche, die wir vielleicht Klimamaßnahmen finanzieren müssten, gar nicht leisten können. Dann reden wir gleich über die Osttangente. Das ist ein Projekt, das schon seit Jahren, eigentlich Jahrzehnten am Tisch liegt. Sie haben, der Vorgänger hat den Korridor schon, glaube ich, auch häufig gezeichnet. Sie forcieren dieses Projekt im Osten an der Stadt Linz vorbei. Jetzt hat der Steirecker Gemeinderat und der Linzer Gemeinderat im Jänner gegen dieses Projekt gestimmt. Okay, jetzt sage ich mal, der Steirecker Gemeinderat, den es die Bürger direkt betrifft, ja. Aber verstehen Sie das beim Linzer Gemeinderat? Ich verstehe weder den Steirecker noch den Linzer Gemeinderat, der aber nicht einen Baustock bewirkt hat. Wir sind noch weit davor, weil es ja wichtig ist. Wenn sehr wichtig wäre, wir sind derzeit in der strategischen Prüfung. Wir, das Land Oberösterreich, erstellt einen Umweltbericht. Und man sollte nicht vergessen, gerade Linz profitiert mit dieser Tangente am meisten. Warum? Ich binde die B3 ein, das heißt, der Mühlviertler Pendler, der aus dem Osten kommt, hat eine direkte Möglichkeit, ins Industriegebiet zu langen. Wir binden die Föstalpine mit und das Industriegebiet mit an und wir binden die B1 an. Das bedeutet, gerade die Solar City und alles, was im Süden von Linz Richtung Linz einpendelt, hat eine Möglichkeit, dann über den Schiltenberg-Tunnel auf die Westautobahn zu gelangen. Eine wesentliche Verkehrsentlastung für einen ganz dramatisch belasteten Verkehrsraum zwischen Linz und Enns. Wenn ich jetzt die Trasse wieder neu aufschnüre, dann sagen wir im Jahr 2050, Prost, Mahlzeit, Linz und Infrastruktur. Ich hoffe, das Beamen ist bis dorthin erfunden, widrigenfalls wir in Linz kollabieren werden. Denn der Schwerverkehr wird durch Linz stauen. Tschechien wird 2025/26 fertig werden mit ihrer Autobahn bis Wulowitz. Das bedeutet, ein LKW, der von Dresden nach Linz fährt, fährt derzeit über Hof, Passau, Inkreis Autobahn nach Linz, wird die kürzere Strecke, nämlich die etwa um 130 Kilometer direkte Verbindung über Prag-Linz hereinführen und wird genau in der Stadtautobahn aufschlagen. Das heißt, ganz Linz wird leiden, die Linzer Luft wird leiden und die Pendlerinnen und Pendler werden leiden. Also von Dresden über Prag herunter zum, sage ich jetzt mal, nach Linz. Budweis, tschechische Grenze, runter S10. Ja. Ja, aber da kommt immer wieder das Gegenargument. Ja, aber wenn diese Straße nicht da ist oder die Straßen nicht so verfügbar sind, dann wird dieser Lkw-Verkehr vielleicht da gar nicht fahren. Ja, vielleicht haben es nicht in Tschechien sich ordentlich informiert, weil Tschechien baut bereits. Und 25 ist die Autobahn, vielleicht 26, wenn es verzögert wird, in Wulowitz. Der LKW spart sich ca. 130 Kilometer, für die er in Deutschland dann zahlen würde. Dann wird jeder LKW natürlich die kürzere Strecke nehmen und schlagt bei uns auf. Und der Bindermicheltunnel hat keine Elastizität, dass ich ihn erweitere. Ich habe eine Stadtautobahn, die genau zwei Streifen in eine Richtung führt. Deswegen brauche ich die Osttangente und eben diese innerstädtischen Anbindung des Industriegebiets. Ein Riesenvorteil für Linz und man sollte sich die Vorteile anschauen. Man sollte sich die Verbesserung der Luft ansehen, wo man Stau vermeidet. Und noch einmal, Oberösterreich als Industriebundesland braucht eine Infrastruktur, die auch natürlich die Straßen mit inkludiert. Und wir machen auch sehr viel im öffentlichen Verkehr, das ist ja dahingestellt, überhaupt kein Thema. Aber gewisse Dinge, dafür ist der Bund verantwortlich, dass wir immer noch keinen Ausbau der Bahnstrecke von Prag nach Linz und Linz nach Graz haben, das ist eine Verantwortung des Ministeriums. Natürlich gehört das endlich einmal ausgebaut, aber das kann nicht das Land Oberösterreich letztlich machen. Das ist eine Verantwortung der Bundesrepublik, wenn es hier um eine internationale Strecke geht. Reden wir jetzt über den öffentlichen Verkehr. Sie sind ja auch für den öffentlichen Verkehr zuständig in diesem Land. Vom Mühlviertel runter, die Mühlkreisbahn. Eigenschlägel runter, Erschließung des Hauptbahnhofes, zweite Schienenachse. Auch ein Projekt, das Sie schon seit Jahren eigentlich am Tisch haben, aber irgendwie hat man den Eindruck, naja, es passiert nichts.
Nein, da passiert sehr viel und manchmal passiert eben deswegen sehr viel mehr, wie wenn es mit lautem Getöse permanent mit Pressekonferenzen unterstrichen wird. Wir sind da in unglaublichen detaillierten Arbeitsgruppen, wo die Technische Universität zum Beispiel ein Betriebskonzept erstellt, wo in einer Arbeitsgruppe die Betriebsvoraussetzungen der Elektrifizierung der Mühlkreisbahn mit berücksichtigt werden. Wir haben bereits Fahrzeuge bestellt, weil die Auslieferung von Stadtbahnen 6 bis 7 Jahre dauern wird. Zuschlag, wir haben da Neuland betreten. Wir haben gemeinsam mit deutschen Verbünden in einem Beschaffungsvorgang mit über 4,5 Milliarden Euro uns angeschlossen und ersparen uns da pro Garnitur 1 Million Euro. Da profitiert Oberösterreich sehr gewaltig. Aber ich will nicht immer jeden einzelnen Bereich hier darstellen. Da passiert sehr viel, aber es passiert im Hintergrund und nicht vor den Medien. Also noch in den 20er Jahren? Noch in den 20er Jahren werden wir die ersten Teilstrecke eröffnen können. Ich möchte das Thema wechseln, aber im Verkehr bleiben. Wenn ich sagen würde, das reine Elektroauto ist nach wie vor klimatechnisch eine Katastrophe. Was sagen Sie? Es kommt auf die Produktion der Gesamtbeurteilung, von wo kommen die Rohstoffe her. Und da hat es natürlich gerade was Lithium betrifft oder Kobalt betrifft, schon sehr große Probleme gegeben. Die blendet man dann einfach weg, weil wenn dort Kinderarbeit oder wenn in Chile Wüsten ausgetrocknet werden, dann halte ich das schon für hochgradig problematisch, insbesondere wenn es dann verdampft wird und der Wasserstoffgehalt in der Atmosphäre angereicht ist, inwieweit hier ein besonderer klimapositiver Effekt erzielt wird, sei einmal dahingestellt. Ich glaube, das Elektroauto hat Zukunft im urbanen Bereich, bei kürzeren Distanzen. Da wird es eine wichtige Rolle spielen. Aber jetzt sage ich Ihnen einmal die Situation, wie es ausschaut bei der E-Mobilität. Wir haben eine Studie machen lassen, der Linzer Universität Energieinstitut, und die hat mal gerechnet, wie schaut denn das im Energiebereich aus. Aber man sollte nicht das Kind mit dem Bad ausschütten und dann auf Technologie vergessen, die also vielleicht zukunftsfähiger wären, als man jetzt beurteilt. Weil Sie gerade gesagt haben, wir verabschieden uns vom Gas. Derzeit schaut so aus, dass uns Putin verabschiedet vom Gas, also dass Putin uns den Gashahn zudreht und nicht umgekehrt. Also das Gasembargo kann vielleicht in Kürze schon sowieso obsolet sein, weil wir kein Gas mehr sowieso bekommen. Also bis jetzt kann ich das nicht beurteilen. Es wird gedrosselt, ja. Und warum hängt es zusammen, dass die Siemens gewisse Turbinen für gewisse Leitungen nicht zur Verfügung gestellt bekommen aufgrund des Embargo? Haben wir selbst ein Embargo beschlossen, nämlich die Europäische Union, das uns in Europa am meisten trifft? Ist das der Weisheit letzter Schluss? Und jetzt für alle Utopisten. Glaubt jemand wirklich, die Welt wird besser, wenn Europa sich von der Wirtschaftsentwicklung weltweit entfernt, glaubt man, dass Amerika, China für die dritte Welt dann mehr soziale Wohlfahrt tätigen wird, als es Europa tut? Oder haben die andere wirtschaftlichen Interessen? Ich glaube, derzeit geht es ja, wäre wieder ein Gespräch wert, sage ich jetzt einmal, dass wir über die Situation sprechen, aber es geht derzeit um Waffenlieferungen. Im Gegenzug wird das Gas abgedreht, weil der Europa oder der Westen Waffen liefert, etc. Da gibt es natürlich andere politische Hintergründe auch derzeit. Aber wie gesagt, jetzt müssen wir die nächsten Wochen abwarten, ob wir überhaupt noch Gas bekommen. Das wird sich erst jetzt weisen. Das ist nämlich auch nicht so sicher. Aber ich möchte nochmal zurückkommen zum E-Auto, weil das schon nicht unspannend ist. Also Sie sagen das ja auch ganz klar. Also in der Form wie jetzt können wir die E-Autos gar nicht betanken mit grünem Strom, weil der Strom nicht da sein wird. Der wird nicht da sein. Aber die EU sagt umgekehrt, man muss natürlich so eine Technologie durchdrücken mit sehr viel Druck dahinter, weil man sagt, ab 2035 sollen Verbrenner nicht mehr produziert werden. Jetzt muss man ja mal schauen, ob die EU-Staaten da mitstimmen. Also eine Technologie durchzudrücken mit allem, was es ich nur... Ich bin entsetzt, was die Europäische Union hier aufführt. Erstens, dass sie nicht technologieoffen in alle Richtungen ist. Ich sage jetzt einmal, E-Fuels, sprich klimaneutral betriebene Treibstoffe, die die fossilen Treibstoffe substituieren, wären vielleicht die Lösung. Aber wenn man sich vom Verbrennungsmotor verabschiedet und gerne E-Fuels dann zulässt, weil es als Technologiefehler von der EU eingestuft wird, dann frage ich mich, welche wissenschaftliche Begleitung manche der Europäischen Union haben. Aber wenn ich die Vorschläge des Energiesparens jetzt höre, dass man Kochdeckel auf den Topf drauf tun sollte und das sollte dann gemacht werden, also ich bin entsetzt, wie sich die Europäische Union hier auf eine Sackgasse zubewegt und mit welchem Tempo die Menschen in Europa es zu bezahlen haben. Ich freue mich schon auf die nächste europäische Wahl, weil hier ist eine klare Absage zu tätigen, weil wir zahlen diesen Unsinn, der hier passiert. Ein unglückliches Bild, würden Sie sagen, das mit dem Koch. Ein katastrophales Gebiet. Ja, das auch die Frau Gewessler, glaube ich, sogar übernommen hat.
kurzfristig, aber da bin ich schon wieder bei der, ja, ich springe jetzt nicht zu einer von der Energiepolitik zur Corona-Politik, wo es ja auch heftige Kritik gegeben hat von Seiten der oberösterreichischen FPÖ, vom Kollegen Heimbuchner, von Ihnen. Wortwörtlich spricht da in einer Presseaussendung Manfred Heimbuchner vom Gesundheitsmysterium statt Ministerium, vom türkis-grünen Komödienstadl. Aber würden Sie nicht auch sagen, dass sich nach den Wahlen auch die Regierung da schwarz-blau in Oberösterreich nicht unbedingt mit Ruhm bekleckert hat, was die Corona-Politik angeht? Fehler gibt es überall. Und überall, wo regiert wird und gearbeitet wird, wird es Fehler geben. Das beginnt bei mir in meinem Büro und in der Regierung, aber vor allem im Bund. Aber das ist einfach alles, was hier vom Gesundheitsministerium und von der Bundesregierung verortet wird, ein Schwachsinn. Ich sag mal, ich bin zweimal geimpft und habe es zweimal gehabt. Und trotzdem bin ich nur für einen grünen Pass, nachdem ich zuletzt es gehabt habe, 6 Monate nachher, bin ich befreit. Sonst brauche ich wieder eine Impfung. Ich habe aber so viele Antikörper, dass mir Ärzte sagen, ich sollte jetzt nicht drüber impfen aufgrund einer anderen Autoimmunerkrankung. Es wird aber nicht eingegangen drauf. Warum werden die wissenschaftlichen Erkenntnisse von anderen Staaten nicht auch bei uns berücksichtigt? Da verstehe ich einfach viele, viele Bereiche nicht. Oder die Besuchsregelung im Krankenhaus, in einer Psychiatrie, wo es ganz besonders wichtig ist, Menschen besuchen zu können, dass nur eine Person eine Stunde dorthin darf. Jetzt vielleicht 2 Personen, aber genau nicht miteinander. Ja, was bedeutet das für Eltern, die eigentlich ein psychisch beeinträchtigtes Kind besuchen wollen? Oder in einem Altersheim. Ich kann die Oma rausholen zu uns, darf aber nicht zu zweit zu ihr gehen, wie es damals war. Und. Ich kann eine das wird eine abendfüllende Sendung an Fehlern darlegen. Genau, um das geht es ja auch. Also, da gibt es ja unterschiedliche Ansichten. Jetzt haben Sie sehr konkrete Beispiele genommen. Es gibt unterschiedliche Ansichten, auch bei Meta-Beispielen, sei es die Impfpflicht, sei es die Maskentragen zwischen der FPÖ und der ÖVP. Und auch in Oberösterreich. Jetzt ist das der Regierungspartner. Also Sie arbeiten mit der Landeshauptmannpartei, mit Thomas Stelzer zusammen. Jetzt ist die Frage, na gut, jetzt hat man, die Zahlen sind jetzt eher unten, aber steigen jetzt wieder. Wird das wieder zur Belastungsprobe zwischen den beiden Parteien, zwischen Ihnen, zwischen der Landeshauptmannpartei? Also wenn ich mir die Situation der Bundes-ÖVP mit den Bundesgrünen anschaue und die dortigen unterschiedlichen Positionen, da ist es ja bei uns eine Harmonie, aber wir sind eine eigenständige Partei als FPÖ, wir haben unsere Vorstellungen. Ich meine, ich habe keine Freude mit diesen bunten Zebrastreifen, die ein Kind zum Spielplatz verwechselt und Kollegen der ÖVP jubeln, wenn so etwas kommt. Es gibt unterschiedliche Ansätze, wir sind unterschiedliche Parteien und dazu stehe ich auch. Und ich werde das vertreten, was ich für richtig und sinnvoll erachte und will auch als FPÖ einfach den eigenen Kurs hier gemeinsam mit Manfred Heimbuchner weiter gestalten. Das stören Sie die bunten Zebrastreifen? Sie tragen nichts zur Verkehrssicherheit bei, sie kosten mehr in einer Zeit, wo das Geld also eine besondere Rolle spielt und es ist irritierend für Kinder. Das ist ein Zeichen der Toleranz. Nein, es ist ein Zeichen der problematischen Situation der Verkehrssicherheit. Und für mich ist der öffentliche Verkehr, das Wichtigste ist die Verkehrssicherheit und der Schutz. Und nur weil man früher nicht bedacht hat, dass dann die Straßen bunt angemalt werden, hat man das beim Zebrastreifen, das ist ein Zebra, ist halt schwarz-weiß, anders jetzt beurteilt. Aber ich sage, auf Landesstraßen passiert es ja nicht. Das sind also die Kommunen, die das machen. Ich halte es für falsch, dass man Toleranz überzieht. Toleranz bedeutet auch, gewisse Grenzen zu setzen. Selbstverständlich tolerant zu sein zu Menschen, die eine andere sexuelle Orientierung haben oder. Aber ich brauche das nicht immer auf ein Schild durch die Gegend tragen. Ich glaube, dass man in einer gebildeten humanistischen Gesellschaft des 21. Jahrhunderts nicht an Zebrastreifen braucht, um tolerant zu sein und zu denken. Da gibt es unterschiedliche Ansichten und Gedankengänge auch. Eben noch einmal zurückzukommen, bei Ihnen, bei der FPÖ in Oberösterreich und der ÖVP in Oberösterreich. Gleichzeitig sagen Sie ja, die ÖVP in Wien ist scheinbar noch weiter weg von der ÖVP in Oberösterreich, gemeinsam mit den Grünen. Ich habe gesagt, die ÖVP in Wien ist wahrscheinlich grundsätzlich weit weg von den Grünen, wenn ich mir manche Themen hier ansehe. Ja. Aber es ist halt alles ein bisschen schwierig da in der Bundespolitik. Wie bei uns in Oberösterreich funktioniert die Zusammenarbeit sehr gut. Wir nehmen aufeinander Rücksicht, aber Toleranz bedeutet auch, auf eine Position des Kollegen Rücksicht zu nehmen. Also ich bin auch nicht immer einer Meinung meiner Frau und deswegen lasse ich mich nicht scheiden, weil ich eine andere Meinung habe. Und auch Sie, Herr Chefredakteur, werden ab und zu unterschiedliche Positionen gegenüber den Redakteuren haben. Das ist ja der Natur der Sache und ganz normal in einer demokratischen Gesellschaft. Und wenn man dann sehr oft nicht einer Meinung ist, dann wird es schwierig. Und jetzt die nächste Frage, wie oft sind Sie denn nicht einer Meinung mit Ihrem Bundesparteiobmann, mit Herbert Kickl?
wir haben also unglaublichen Gestaltungsspielraum. Er unterstützt uns in Oberösterreich auf unseren Weg. Er ist Oppositionspolitiker und artikuliert natürlich ganz anders. Manfred Heimbuchner und ich, wir sind in der Bundesregierung, wir sind in der Landesregierung und wir haben natürlich eine andere Verantwortung. Ich sage, als Klubobmann, manche können sich nur erinnern, war ich durchaus rhetorisch manchmal schärfer, als ich jetzt als Regierungsmitglied argumentiere. Aber es gibt unterschiedliche Rollen und der Oppositionspolitiker im Bund hat eine ganz andere Aufgabe als ein Regierungspolitiker in Oberösterreich. Ich muss ganz kurz noch, wir sind schon fast am Ende dieses Gesprächs, noch zum Thema Flüchtlingspolitik zurückkommen, weil das natürlich auch ein Schwerpunkt der FPÖ grundsätzlich ist. Jetzt hat vergangene Woche Landeshauptmann Doskozil in Burgenland davon gesprochen, dass nicht hingesehen wird und es kommen sehr, sehr viele Flüchtlinge an den Grenzen an, werden dort aufgegriffen, auch aus dem afrikanischen Bereich, auf Afghanistan wieder etc. Bei der FPÖ hört man da relativ wenig, ist aber grundsätzlich ein Thema von Ihnen. Ist das nicht so wichtig? Also wir hören das sehr genau und wir lesen auch unsere Presseaussendungen. Es ist eine Katastrophe und ein Totalversagen der Bundesregierung. Ich bringe nur das Beispiel. In der Flüchtlingswelle 2015 gab es keine Registrierung und es vielfach jetzt keine Registrierung, wenn die Grenze bei uns überschritten wird. Deutschland schiebt Tausende von Österreich Geflüchtete deswegen wieder nach Österreich zurück ab, weil sie dokumentieren, dass die aus Österreich kommen. Österreich hat das Gleiche in Italien, an der italienischen Grenze, slowenischen Grenze, ungarischen Grenze nicht gemacht. Wir können es nicht mehr weiter abschieben. Ein Totalversagen der Regierung. Und wenn ich mehr Möglichkeiten habe, dieses Totalversagen medial irgendwo kundzutun, dann tue ich das gerne. Aber Sie haben ja auch einen Innenminister gehabt, der Kickl hieß, FPÖ, also wie eigentlich ja, auch bedauerlicherweise ist er in dieser Sache leider nicht mehr Innenminister, weil dann würde es genau diese Probleme, dass diese illegalen Grenzübertritte von Slowenien, Italien oder Ungarn nach Österreich kommen, dann in Österreich nicht registriert werden und deswegen nicht zurückgeführt werden, sicher beendet werden. Zurück zur Landespolitik und zur vorletzten Frage. Die Neos, die SPÖ, die Grünen, die haben sich so in Opposition auch etwas zusammengeschlossen und sie fordern vehement auf, nämlich vor allem den Landeshauptmann, dass er sich von ihnen, dass er sich von der FPÖ löst, also dass es zur Spaltung kommen sollte. Wie kommentieren Sie denn diese Aufforderungen? Ja, ich glaube, die anderen Parteien brauche ich nicht kommentieren. Das öffentliche Bild der Darstellung, wie die Sozialdemokratie sich in Oberösterreich geriert oder das ständige Versuchen des grünen Regierungskollegen, sich irgendwo hineinzuschleimen, ist selbstredend und braucht man nicht kommentieren. Und die Neos werden natürlich versuchen, mit einer kantigen Oppositionspolitik uns auf den Prüfstand zu finden. Das ist ein Spiel der Demokratie. Das waren wir selber. Ich war lange genug Oppositionsklubobmann. Das kenne ich. Ich glaube, dass die Zufriedenheitsindizes von Oberösterreich, der Landesregierung, der ÖVP und der FPÖ ein sehr gutes Bild geben. Ich glaube, dass man das, wenn man das vergleicht, Bundesregierung und Landesregierung und Vertrauensindex an die Landesregierung, da können wir stolz sein, dass wir hier gut zusammenarbeiten, weil die Menschen gerade in schwierigen Zeiten brauchen eine Landesregierung, die gut handlungsfähig ist und abgestimmt ist, wo man nicht den Eindruck haben, die können nicht miteinander. Sie haben gesagt, Sie kennen das Spiel. Sie kennen das Spiel tatsächlich schon länger, glaube ich. Sie sind schon sehr lange in diesem Haus. Die Frage ist, wie lange wollen Sie noch? Vor allem, Sie sind Regierungsmitglied. Werden Sie noch mehr antreten? Ich werde bis 2027 mein Ressort mit Leidenschaft und Hartnäckigkeit führen, auf das freue ich mich. Ich bedanke mich für das Gespräch. Ich bedanke mich bei Ihnen fürs Zusehen. Ja, die nächste Ausgabe der Eltern-Sommergespräche, die gibt es dann am nächsten Sonntagabend. Ihnen noch einen schönen Abend. Wiedersehen. Wiedersehen. Zipfer präsentiert die Europa-League-Sieger zu Gast in Oberösterreich. LASK gegen Eintracht Frankfurt. Live und exklusiv am Samstag, 9. Juli ab 14.30 Uhr nur auf LT1.
Energie sparen, da wo es Sinn macht. Das haben wir uns zum Ziel gesetzt. So ist es zum Beispiel möglich, in kommunalen und industriellen Kläranlagen bares Geld zu sparen. Bei der Belüftung der Belebungsanlage, die natürlich der größte Energiefresser auf der Kläranlage ist, können wir bis zu 30% Energie einsparen. Gerade in der heutigen Zeit ist Energiesparen wichtiger denn je. Wenn wir helfen können, dann machen wir das natürlich gerne. Energiesparen, jetzt wichtiger denn je. Mehr Infos auf vca.cc. Die Oberösterreicherin. Das Magazin, in dem Gesellschaft zum Ereignis wird. Lesen Sie jetzt. Am Cover Nathalie Schwendner über Work-Caribic-Balance im Spa-Ressort Geinberg und Mut tut gut, warum sich mutig sein auszahlt. Die Oberösterreicherin, jetzt im Zeitschriftenhandel. Sag mal, vertraust du jetzt eher Batterie- oder Akkuhörgeräten? Ich vertraue vor allem Herrn Gruber, meinem Hartlauer Hörakustiker. Bei unseren staatlich geprüften Hörakustikern ist gutes Hören in besten Händen. Werden Sie jetzt Testhörer für kleine Akkuhörgeräte und sparen Sie bei einem Kauf zu unserem 50. Geburtstag bis zu 500 Euro. Jetzt Termin vereinbaren. Tigern Sie zum Löwen. Maria liebt Leo, Oskar steht auf Markus und ich stehe auf Party. Der Europäische Fonds für regionale Entwicklung leistet einen wertvollen Beitrag zu Beschäftigung und Wachstum in Europa und in Österreich. Dadurch werden immer wieder Wirtschaftsimpulse gesetzt zur Stärkung der regionalen Wettbewerbsfähigkeit und dynamischen Entwicklung. Von den Investitionen in Forschung, Innovation und nachhaltige Ressourcennutzung profitieren das Land, seine Unternehmen und damit wir alle. So bleibt Oberösterreich die führende Wirtschafts- und Industrieregion mit einer hohen Lebensqualität. Näheres auf www.efre.gv.at. Manche Momente sollte man nicht verpassen. Moments, das Magazin für die schönsten Augenblicke. Neu, jetzt im Zeitschriftenhandel. Du bist kommunikativ und interessierst dich für Sozialpädagogik? Du willst Kinder, Jugendliche und Familien in herausfordernden Situationen begleiten? Dann melde dich an zum Sozialpädagogik-Lehrgang in Linz oder Ried. Alle Infos unter fh-ooe.at/sf. Bewirb dich bis 13. Mai. Eine Initiative der Kinderschutzlandesrätin. Die LT1 Highlights aus dem Linzer Posthof. Mehr Infos und Tipps gibt's auf www.posthof.at. Jahre Musikverein Wolfern mit Open-Air-Konzert, Sternmarsch, Festakt und vielem mehr am Freitag, den 8. Juli und Samstag, den 9. Juli am Marktplatz in Wolfern.